So, damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Juiced. Ja, nachdem wir jetzt Need for Speed Underground 1 abgeschlossen haben, hab ich mir gedacht, wir brauchen noch ein anderes Tuning-Rennspiel und warum dann nicht mal bei THQ vorbeischauen. Die hatten da nämlich 2005 auch einen richtigen Kracher drin, muss ich wirklich sagen, auch ein Spiel, was so wie Underground meine Kindheit geprägt hat. Das habe ich mich damals im Juni 2005 kam das raus und so mit Konkurrenten von Need for Speed Underground 2, was circa ein halbes Jahr vorher schon auf den Markt gekommen ist, damals bestellt gehabt als kleines Kind, habe mich da riesig drauf gefreut und es war damals ein geiles Spiel und es ist es auch immer noch, weil natürlich das, was das Spiel Need for Speed Underground vorhat, es hat eine viel, viel geilere Autoauswahl, vom Muscle Car zum Supersportwagen ist hier alles dabei und das macht das Spiel halt aus. Hier gibt es richtig krass viele Autos, gibt schön geiles Tuning, das Ganze haben sie ein bisschen im zweiten Teil verhunzt durch, ein paar technische Sachen, so wie Schwierigkeitsprobleme, also war teilweise ein bisschen sehr arg unfair, deswegen wir uns den zweiten Teil auch höchstwahrscheinlich nicht anschauen werden, aber wir wollen auf jeden Fall erstmal uns hier Juiced 1 anschauen, wie gesagt 2005 von THQ rausgebracht worden, die gibt es ja leider nicht mehr, die sind ja mittlerweile pleite und somit ist auch ein Gedanke, dass ein dritter Teil kommen wird, nachdem der zweite Teil sowieso nicht so erfolgreich war, relativ schwach, aber gut. Warum auf den dritten Teil laufen, wenn man nochmal in Erinnerung schwelgen kann und wir wollen uns auf jeden Fall Juiced 1 anschauen. Ich habe richtig Bock drauf, ihr hoffentlich auch und ich würde mal sagen, los geht es. Wir erstellen uns erstmal ein neues Profil und nennen es natürlich erstmal hier Benno 5 natürlich, wie es gehört. Und dürfen uns einen Crew-Log aussehen. Ja, weil hier hat man nämlich auch eine Crew, die man befehligen kann. Man kann Fahrer etc. haben, aber dazu dann später mehr, wenn das dann zu dem Punkt kommt. Aber wir haben auf jeden Fall eine Crew oder Gang, wie wir sie nennen. Hier haben wir, glaube ich, nicht so extrem viele Logos, oder? Och doch, sind gar nicht mehr so wenig. Was nehmen wir denn mal? Allein der Smiley, weil er so bescheuert grinst. Muss sein. So, ja, damals... Das ganze Spiel war von Vodafone gesponsert. Ich wüsste nicht, woran man das erkennen kann. Und da sieht man auch schon, das Spiel ist sicher nicht von 2014. Damals war es stylisch, Klapphandys zu haben. Was nehmen wir denn mal? Was hat das? Das hat eine Frontkamera. Das ist cool. Das hat es auch eine, aber die ist hier im Scharnier drin. Das ist viel cooler. Mit 1,3 Megapixel. Alter. Da mache ich so hochauflösende Bilder von mir selber. Damals 2005 war Selfies. So. So, wir dürfen noch einen Crew-Namen wählen. Das klingt jetzt... Ach, okay. Ich denke doch, ich dürfte es nehmen. Gut, das Spiel hat was gegen bestimmte vulgäre Ausdrücke. Wollen wir es am liebsten ausdrücken? Gucken, ob das so rumgeht. Das klingt so auch genau behämmert. Okay. Wie nenne ich es denn dann? Selbst Bang Gang geht nicht. Komm, sind wir einfallsreich, ey, es gibt mir sonst. Ja, Bang Gang und Gang Bang dürft ihr nicht nehmen. Also, falls ihr die Namen im Kopf habt, muss ich euch leider enttäuschen, funktioniert nicht. Gut, das Spiel hat natürlich auch Multiplayer und sowas, der natürlich nie mehr funktioniert, weil er auch mit GameSpy funktioniert. GameSpy wird jetzt abgeschaltet, deswegen funktioniert er auch bald nicht mehr. Beziehungsweise funktioniert er, glaube ich, sowieso schon nicht mehr, weil er ist schon lange abgeschaltet. Wie gesagt, THQ gibt es ja nicht mehr. Und ja, wir wollen nicht groß quatschen. Karriere. Angel City. Hier findet man die härtesten Straßenrenncrews des Landes. Bei Juiced wirst du sie alle treffen. Aber es wird nicht reichen, wenn du sie nur im Rennen schlägst. Du musst sie mit deinen hochgezüchteten Karren beeindrucken. Fordere Wagenbesitzer zum Rennen um ihre fahrbaren Untersätze heraus. Sorge bei deinem Publikum mit schnellen Manövern und coolem Stil für Stimmung. Und sichere dir die schönsten Wagen für deinen Fuhrpark. Treffen wir uns mit TK, dem Anführer der Urban Maulers. Der Rest findet sich. Hi, ich bin TK. Willkommen in Angel City. Du willst ein Rennen, was? Okay, jetzt pass mal auf. Ich werde dir für ein Rennen eine Karre leihen. Für Schäden musst du blechen. Nach dem Rennen kaufst du dir eine eigene Karre. Komm, lass uns wetten. Geile Karre. Um Längen besser als meine. Mal sehen, was du kannst. Reicht das als Einsatz? Hörst du jetzt auf zu quatschen? Danke. Gut, ich finde aber gut, dass er mir einen Wagen gibt, der besser als seiner ist und er schon zugibt, dass seine Kiste, die er hat, nicht so geil ist wie der, weil der Wagen drüber hat nämlich auch nicht sein Crew-Logo, der eben Mitsubishi gehört ihm also eigentlich auch gar nicht. Aber gut, ja, wir dürfen gegen TK als erstes antreten, mal kurz und knapp. Die Map hatte damals eine Auflösung, da lacht jetzt Google Maps jetzt in diesem Jahr drüber, aber lassen wir das mal. Ja, wir dürfen gegen die TK antreten, der Urban Maulers Crew-Anführer. Ich finde diese sehr cool animierten Gesichter toll, erst recht, weil die Lippensynchronisation... Jemand zu Hause? Ich warte. Halt die Fresse. Die Lippensynchronisation mit der deutschen Stimme atemberaubend ist aber gut. Wir haben 40.000, wir können noch erhöhen.
Wir können das Auto auch prüfen, dann nicht sehen, welcher besser ist, aber ich würde mal sagen, wir lassen die Wette einfach mal, wir fahren mal so. Wette abgeben. Ja. TK Urban Models ist nun in deinem Handy gespeichert. Sehr cool. Okay, gute Wette. TK freut sich, dass du die Wette angenommen hast. Du hast Respekt verdient. Ja, man verdient Respekt. Dadurch kann man, glaube ich, dann gegen die auch Gangrennen fahren, etc. Also man muss sich auch bei den einzelnen Gangs einschleimen. Das ist ein relativ cooles System, denn dieses ganze Crew- und Gang-System finde ich sehr, sehr geil gemacht, muss man sagen. Das hat, hebt sich halt sehr, sehr von Need for Speed Underground ab. So, San Ricardo dürfen wir hier fahren, dann wollen wir mal. Hier unser Mitsubishi. Bisschen weiter Gesicht weg. So, Nitro haben wir auch. Und muss sagen, die Steuerung, also wenn ihr euch das Spiel holt, ich mach mal kurz mal ein bisschen die Musik leise, die ist mir ein bisschen zu laut gegen das zum Rest. Wenn ihr euch das Spiel holt, holt euch einen Controller, habt einen Controller dabei, sonst werdet ihr euren Höllenspaß haben, weil die Kisten sich so schwammig fahren mit der Tastatur. Das kann ich euch nur schon mal vorweg sagen. Holt euch, wenn ihr es... Oh, der kommt auch im Heck. Holt, wenn ihr spielt, dann holt euch auf jeden Fall einen Controller dazu, sonst werdet ihr euren Heidenspaß haben. Selbst mit dem Controller ist es relativ schwammig. Sehr direkt, um es ehrlich zu nennen. Das ist so ein kleines Problem. Und unter Windows 7 schwackt das Spiel sowieso ein bisschen. Okay, ich kann es in Full HD spielen, das ist schon mal cool. Das muss man sagen, das Spiel hat eine Full HD Auflösung ohne Patch, wo gemerkt. Einfach so von raus, aus der Box raus. Oder schneller als ich. Obwohl das erstmal ein halbes Jahr noch nicht für Underground 2 rausgekommen. Da haben wir ja gerade mal eine HD-Auflösung. Also das Spiel hat Underground 2 auch schon technisch ein bisschen was voraus. Ups, hat Schaden gemacht. Das ist natürlich nicht gut. Weil für die müssen wir ja auch reparieren. Wir haben nicht auch einen schönen Schaden zum Geld. So, in Runde 2 geht's jetzt. Ich meine, wir können ihn auch ein bisschen bedrängen. Also die Fahrer haben auch eine KI. Also wenn man sie länger bedrängt, werden sie unruhig, machen Fehler. Das ganze System hinter dem Spiel ist sehr, sehr cool gemacht. Also es hat sehr viel, was Underground 2 nicht hat. Und das macht das Spiel sehr einzigartig. Und ich muss jetzt schon sagen, ich komme mit dem Wagen hier nicht so wirklich klar, weil extrem empfindlich das Lenken ist. So, wir sind noch dran. Noch hat er sich abgehängt in seinem RX-8. Ich sag mal, wie die geilere Theke hinten drauf. Ich weiß, der Spoiler macht hier keinen Unterschied, aber gut. Netter Versuch. Du gewinnst die Wette. Das Einzige, was ich ein bisschen nervig finde bei dem Spiel, sind halt die Anzeigen. Die sehen halt so billig und matschig aufgemacht aus. Die sind bei Underground halt besser gelöst. Aber gut, das sind halt so Sachen. Oh, nicht drehen. Noch führen wir. Ja, wir gewinnen das Ding. Ja, da wohnen wir doch direkt wie immer gegen TK. Okay, natürlich haben wir die beste Kiste. Aber wir kriegen Geld und können uns gleich ein Auto kaufen. Das ist sehr schön. Ich hoffe nicht, dass wir zu viel kaputt gemacht haben, dass wir zu viel zahlen dürfen. Das war sehr lehrreich. Das war sehr lehrreich. Danke, Herr Lehrer. Prämie 5000 bekommen wir, da unser Smiley ist. Peter am Grinsen. Aber wir haben nur 3000 bekommen. Wir haben mal einen 2000 Euro Schaden gemacht. Ja, auch schön. Wie hast du das gemacht? Bist wohl einfach besser gefahren. Als nächstes musst du dir eine eigene Karre zulegen. Ein paar Riesen musst du für Startgelder, Reparaturen und Tuning zurücklegen. In der Werkstatt kannst du Autos tunen und reparieren. Ach ja. Sieh im Kalender nach, wo Rennen stattfinden. Fürs Erste darfst du bei den gelb markierten Events mitmischen. Alles klar, Mann? Okay. Wir sehen uns dann auf der Piste. So sieht's aus. Reparatur, Abrechnung für Tigers Auto. Ach, 9900, geht ja sogar noch. So, wir dürfen uns ein erstes Auto auswählen. Hier seht ihr schon, die Autoauswahl ist halt komplett geil. Es gibt so viele Autos im Spiel oder so viele, die man in vielen anderen Tuning-Rennspielen nicht hatte. Wir haben eine CRX. Also wir sehen, der Unterschied ist halt rechts gebraucht. Man kann nämlich auch gebrauchte Fahrzeuge kaufen. Die sind halt günstiger. Aber sind vom Zustand dann meist. Teilweise muss man dann vielleicht ein bisschen was reparieren und sowas. Wir haben 3 CX zur Auswahl. Wir haben einen New Beetle, also einen Beetle GLS, 1,8 Liter Turbo, 150 PS, wo gemerkt. Also das, was auch im Golf 4 GTI werkelt, die Maschine. Der CX hat auch 150. Und einen Peugeot 206er haben wir noch. Wo halt 18 PS hat der Kleine nur, also ein bisschen weniger Dampf. Ich glaube, wir werden uns eine CX nehmen, weil ich finde die einfach ziemlich geil. Erst recht, weil es eine Honda ist und Japaner sind sowieso cool. 2400, 2100. Ich glaube, wir nehmen die ruhig mal. Geben wir mal ein bisschen mehr Geld aus. Die 200 mehr für den exzellenten Zustand werden vielleicht, glaube ich, nicht so schlecht investiert. Da haben wir sie. Da können wir uns noch mal kurz nochmal ansehen. Würde ich mal sagen, greifen wir zu. Yep. Auto gekauft. So, wir gehen erstmal direkt mal in die Werkstatt. Und da haben wir jetzt hier unsere Werkstatt. Da können wir alles Mögliche am Wagen machen. Dyno-Test, also wie viel Dampf der hat. Wir können ja mal kurz direkt mal gucken, wie gut der Wagen beschleunigt. Schauen wir doch mal. Dann zeig mal, was du kannst, PS und km/h, aber mal gucken, was er so an Topspeed schafft. Er braucht ein bisschen, ne? Da merkt man schon. Aber man kann hier eigentlich aus jedem Wagen relative Monster bauen, also das ist schon ziemlich geil, auch wenn das dann wirklich mit dem Controller später nicht mehr fahrbar sein wird.
Ah, okay. Oha. Ich glaube, vom Topspeed haben wir ganz gut was gewählt, ne? 240, das schafft ein Beetle nicht, das kannst du knicken. Geil, der Wagen ist gar nicht mal so schlechte Wahl gewesen. Okay, gut, wir können auch ein Crew-Auto-Schema, was heißt das? Da werden Felgen und Lackierungen drin gespeichert. Also wenn wir da irgendwas am Wagen lackieren, dann können wir es direkt auf jeden Wagen, den wir haben, weil wir müssen auch für unsere Crewmitglieder später Wagen kaufen. Lieber Bo, das wird relativ kompliziert alles, aber gut. So, wir können erstmal lackieren, das will ich erstmal machen. Wie viel kostet mich eine Grundfarbe? 1000, das können wir erstmal machen. Oder was gibt es da noch für Farben zur Wahl? Metallic Lack, Perleffekt. Das kostet mich 3000. Wie viel kostet mich Perle? Oh Gott, ne, wir nehmen erstmal eine normale Grundfarbe. Was Auffälliges. Rot wäre ganz cool, glaube ich, ne? Nehmen wir denn mal für eine Farbe? Ja, weil das ist ja kein richtiges Weiß. Weiß ist da. Ja, richtiges Weiß geht damit nicht. Das ist ein Problem. Die Farben sind, wirken halt hier relativ matt in dem Spiel, aber gut. Es ist aber auch extrem schwer, hier irgendeine Farbe zu tippen mit dem Stick. Was nehmen wir denn jetzt mal? Jetzt bin ich hier nur am Tuning dran, schon in der ersten Folge, ohne was kurz zu... Nehmen wir das Grün mal, komm. Nehmen wir das mal. Lackierung kaufen. Ja, ein bisschen möchte ich, sicher. So, was können wir schon optisch was machen? Haben wir da schon... Na okay, wir haben noch nichts frei, aber wir sehen hier schon... Haben schon ein paar Schürzen. Es gibt nicht so viele wie in Underground, muss man einfach mal sagen. Es gibt grundsätzlich auch keine Lampen oder sowas zu kaufen, aber sonst haben wir relativ gute Auswahl. Können wir schon fägen, weil die gefallen mir halt nicht so. Haben wir irgendwas was frei? Oh, hier haben wir sogar schon vier frei. Haben wir Volk? Komm schon, bitte Volk, Volk. Oh, haben wir extrem viele. Gucken wir mal, was nehmen wir denn für die Kiste? Zum Beispiel, warte, One. Die hier sahen relativ geil aus. Die gefallen mir. Irgendwo sowas. Ist das sowas, was mir gefällt? Enkai vielleicht? Nee, Momo. Nee. Nee. Da werden wir jetzt hier bei König nehmen, die einen, die gefallen mir echt gut, die dunklen, die hier. Mit 1100 nehmen wir die mal und sonst würde ich es erstmal lassen. Wir sehen schon, wenn wir irgendwelche Teile kaufen, diese Deko und Sticker kriegen wir dann automatisch, aber eben nur von den Teilen, die wir auch dran haben. Das realistisch ist, man klebt sich ja nicht von komplett anderen Hersteller was dran. Aber ich würde sagen, lassen wir ihn erstmal so, sollte auch erstmal funktionieren, mit dem sollten wir erstmal durchkommen. Und ja, würde ich mal sagen, ab zum Rennen. So, wir dürfen nur bei den Gelben mitnehmen. Nee, nur bei den Grünen. Ah, nur bei den Grünen darf ich teilnehmen. Okay. Zeig coole Moves und abgefahrene Tricks. Zeig coole Moves und abgefahrene Tricks. Ich glaube, ich habe gar nicht meine Handbremse eingestellt. Shit. Na gut, dann werden wir die erstmal auslassen. Da musst du halt einfach wild rumfahren, driften, pipapo. Das lassen wir jetzt mal. Ich würde jetzt erstmal fragen, wir fahren mal ein schönes Rennen, ne? Urban Maulers, Rundkursrennen, Runden 3. TKL veranstaltet das Schöne, dann wollen wir doch mal dahin. Zum Event springen. 5000 gibt's für den Sieg. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Und wir nehmen natürlich unser CX. So, was haben wir denn so für Gegner? Okay, PS-technisch sind wir jetzt nicht so stark. Wir haben noch eine Civic, die ist ein bisschen schlechter von Sue. Die hat nur 130 PS, aber sonst sind da wirklich schon ganz so eine Karos bei. Ich starte das Rennen mal. Ich werde jetzt auf keinen Fahrer. Wir lassen es mal so. Meist wertet eh noch ein Fahrer mit mir. Okay, will keiner. Gut. So, wollen wir mal gucken, was unsere Civic so leisten kann. Jetzt haben wir natürlich deutlich weniger PS als im Eclipse. Wir haben auch kein Nitro. Aber man kann ja trotzdem mal schauen, was wir hier so machen können. Die haben natürlich schon fett getunte die Kisten. Die haben aber noch nichts frei. Neue Anführer am Höhe, also ich finde aber auch ziemlich cool, dass man eben sieht, wer anführt. Und wenn wir Gegner rammen, wir sehen schon oben, dass er mit dem Minus sagt, wir haben gerade ein bisschen Respekt verloren, weil wer rammt und sowas, gewinnt nicht Respekt, sondern verliert hier im Spiel, was ich auch ganz gut finde, dadurch, dass Rambo-Fahrer sich eben nicht bei den ganzen Crew ganzen Crews einschleimen können. Wenn du hier vernünftig fährst, super überholst und sowas, dann kriegst du hier echt gut Respekt. Oh Gott, die Bremsen sind ein bisschen schwächer als beim Mitsu. Da wird direkt wieder von der RSX gekontert. Hört man uns direkt mal im Windschatten. Nehmen wir nämlich jetzt kriegt den Ausrufezeichen, wird unruhig. Wenn ich jetzt auch weiter im Windschatten bleibe, können wir sie vielleicht komplett unruhig kriegen. Komm, wir kriegen das Rot. Ah, jetzt zieht sie weg. Jetzt hat sie sich gerade ein bisschen rausgeflüchtet. Weil wie gesagt, die werden dann unruhig, wenn man kann die in Fehler dann treiben. Wenn die... Natürlich. Hau mir die Kiste kaputt, du mich auch. Wenn man die eben... Oh, shit. Wenn man die eben dazu drängt.
Das sind halt nicht so meist so natürliche Fehler, die da machen, aber du kannst halt Fehler, die Gegner einen Fehler treiben. Das ist auch ziemlich praktisch, weil natürlich wird man unruhig, wenn ein Fahrer von hinten total pusht und alles. Das ist schon realistisch eigentlich. Deswegen passt das Ganze schon. Das kann man auf jeden Fall schon mal so hinsetzen. So, wir führen hier gerade schon mal ganz gut. Oh, oh, shit! Da ist mir das Heck rumgegangen, nicht so cool. So, aktuell haben wir plus 250 Respekt hier auf der Strecke bekommen. Bei dem Rennen hier zu messen, ist schon mal gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Ich weiß nicht, was gute Werte sind, habe ich nicht mehr im Kopf. Aber wir fühlen jetzt erstmal, wir spielen auf Schwierigkeitsgrad normal. Ich werde glaube auch nicht auf schwer spielen, weil bei schnelleren Autos, aber wir werden später noch deutlich schnellere Autos haben. Das könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Da wird das mit dem Controller echt schwierig zu fahren. Und wenn ich nochmal Fehler mache, möchte ich nicht komplett direkt durchgereicht werden. Wir sehen auch schon, jetzt halten die schon ganz gut mit. Also die Gegner gehen hier ein gutes Tempo. Und die machen auch nur Fehler, wenn sie selber im Zweikampf fahren, beziehungsweise wenn man sie selber dazu bringt. Weil wenn die im Zweikampf fahren, die können sich auch gegenseitig zu Fehlern drängen. Das geht nämlich auch. Die können sich auch gegenseitig provozieren. Das muss nicht nur ich machen. Noch für ich, aber sie kommen ran. Sie sind schneller. Ich muss mir den Wagen ein bisschen bei der Lenkung jetzt orientieren, weil der fährt sich natürlich komplett anders als der Eclipse. Ein bisschen indirekter, ein bisschen schwammiger. Außerdem habe ich so eine wechselnde Frame Rate, die gerade von 30 bis 60 springt. Aber muss man jetzt mal sehen, das Spiel ist ja nicht für Windows 7 64-Bit Ultimate ausgebaut. Aber es funktioniert, sobald man es als Administrator mit XP im Kompetitivitätsmodus startet, was ihr müsst, weil das Spiel hat das Problem, dass es mit dem, weil der Arbeitsspeicher für das Spiel irgendwie nicht freigelegt wird, pipapo, einfach so starten und dann funktioniert das Ganze. Und sieht deswegen auch relativ gut aus. Also es sieht auf jeden Fall besser aus als in Underground 2 von den Details her, weil es halt in Full HD läuft das Ganze, was Underground 2 nicht konnte. Aber der Lack ist halt deutlich matter. Wir sehen hier so Glanzeffekte und sowas, sehen wir ein bisschen weniger. Also jetzt können wir uns gerade wieder absetzen, wir kriegen wieder Respekt, sehr gut. Oh shit, nein! Wo ist der Rückwärtsgang? Scheiße! Ich habe gerade das Rennen verloren. Shit! Ein Dreher! Ja, die Wagen können schnell unruhig werden. Habt ihr gerade gesehen? Jetzt sind wir bei Minus-Respekt. Na, sehr geil. Ich glaube, wir starten gleich nochmal kurz neu. Leider konnte ich die Escape-Taste nicht auf meinen Controller legen. Das ist auch ein bisschen behämmert. Ach, shit. Ja. Da ist der erste Platz gerade flöten gegangen. Oh, warte mal. Nee, das ist noch nicht flöten gegangen. Wir haben ja noch ein Stück. Wir werden hier gerade durchfahren. Aber es tut mir ja gar nicht. Wir haben noch ein paar Kürfchen. Ja, wartet doch mal. Noch ist hier nichts verloren. Noch kann die CX kommen dann. Das werden wir jetzt auch hier. Stechen wir einfach mal rein. Muss auch mal aggressiv gefahren werden. Da sind wir wieder auf 1 vor. Ja, guck mal an. Geht doch. Oh. Ja, noch ein Dreher müssen wir aber trotzdem nicht machen. Der Wagen wird extrem ruhig hier in den Unterricht auf der Hinterachse, wenn er mal ein bisschen schnell in die Kurve reinrutscht. Aber gut, wir haben es doch noch gewonnen. Ja, habe ich es dann nochmal spannend gemacht. Sehr gut. Bestes Auto, Fuhrpark. Ja, wenn du einen guten Fuhrpark hast, kriegst du natürlich auch nochmal Respekt. Aber gut, aktuell geilen Fuhrpark haben wir jetzt nicht. Muss man mal so sehen. So, neue Mods freigeschaltet. Das heißt also neue Karosserieteile und sowas. Ah, TJ, für ihn haben wir am Anfang ein bisschen... Bei uns ist alles im Arsch, du Penner. Das zahlst du. Okay. Coole Nummer auf dem Rundkurs, Mann. Rundkursrennen. Du bist gefährlich und bei uns nicht mehr willkommen. Okay, gut. Auf jeden Fall, er hat auf jeden Fall nicht respektiert. Die haben natürlich ein bisschen, sind ja natürlich am Meckern, wenn wir ihre Kisten kaputt machen, aber wir haben relativ gut ausgeglichen das Ganze. So, wir reparieren unsere Kiste mal. Und wir haben neue Mods freigeschaltet. Wollen wir mal gucken, sind das Karosserie-Mods? Oh ja, wir haben die ersten Schürzen freigeschaltet. Dann schauen wir doch mal. Die von New UK. Ah, so eine schwarze Schürze hätte schon was, ne? Motorhaube hätte schon was, ne? Ich glaube, die machen wir mal drauf. 2500, na gut, machen wir mal. Heckspoiler. Oh, da haben wir schon mehr frei. Alter, da haben wir schon richtig viele frei jetzt. Das ist der wir können auch einfach abmachen, das ist auch cool. Ich glaube, ich würde so einen mal nehmen. 3000, machen wir mal drauf. Sieht auch ziemlich geil aus, ne? Muss man mal sagen. Ah, gut, haben wir schon ein paar Vinyls, haben wir auch schon. Gucken wir mal, ob wir irgendwas haben, was cool aussieht. Mir irgendwie gefällt, schauen wir mal.
Das sind von den ganzen Crews selber, deswegen werden wir es natürlich nicht drauf. Das ist relativ cool. Machen wir mal. Dann nehmen wir mal ein Rot. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Die lassen wir mal drauf. Scheibentönen können wir auch. Die 299 machen wir mal komplett schwarz. Brauchen wir nicht. So, Neonröhren für den Tausender. Machen wir auch mal welche drunter kommen. Jetzt hauen wir mal richtig was rein. Tachofarbe können wir auch ändern. Oh, gibt es ein richtiges Grün? Ja, natürlich da Grün. Ja, unser Radio könnten wir auch ändern, das liegt auch so in die Hupe, aber das sind so Sachen, die ich da echt sage, nee, warum? Ich glaube, die Schürze machen wir mal schon mal, oder? Komm. Geben wir mal ein bisschen Geld aus für die Kiste. Aktuell können wir es hier noch. Würde ich sagen, mach das schon mal, können wir jetzt auch hier mit der Maus angucken? Nee, können wir leider nicht. Macht das so schon mal einen ganz guten Gesamteindruck. Kennt ihr heute, tiefer legen ging doch auch irgendwo, ne? Wo ging das denn? Tiefer legen kommt man nämlich extra, wo war das denn? Ich nicht jetzt, das ging noch extra, oder war das nicht so? Ah ne, da muss man erst einbauen, die Federung, und dann kann man ihn damit tiefer legen für ein Stück. Level 1 haben wir schon, wie viel kostet das? Das hängt vom Hersteller ab. Oh, bestes Handling wäre natürlich gut. Komm, wir machen jetzt hier mal Eibach-Federn rein für 700. Und jetzt können wir ihn auch tiefer legen ein wenig. Oh ja. So sieht das doch geil aus, Leute. So, haben wir noch was? Wir könnten... Kann man Turbo? Oh, Turbo wäre natürlich gut. Wie viel kostet ein Turbo? Der kostet schon ordentlich, aber da hätten wir schon eine bessere Beschleunigung. Hauen wir mal rein. Nitro lassen, obwohl Nitro... Wie kostet das? Das geht ja sogar noch. Ja, von NOS. Da würde ich erstmal sagen, lass mich erstmal so. So sieht die Civic doch erstmal, die CRX doch schon mal ganz gut aus. Und würde ich sagen, ein Rennen machen wir noch. Die erste Woche ist rum, und wenn wir zu dem Rennen springen, dürfen wir die natürlich nicht mehr fahren, weil natürlich das sind die Tage in der Woche. Von A nach B, 2,9 Kilometer, wollen wir mal. Zum Rennen. Mit unserer CRX, die jetzt mittlerweile schon, sieht doch schon nicht so schlecht aus. Sag ich mit dem Tieferlegen, finde ich schon ziemlich cool. Oh, jetzt haben sie auch ein bisschen aufgerückt. TK fährt auch in der CRX. Wir haben mittlerweile 190 PS dank unserem Turbo, den wir eingebaut haben. Also wir haben jetzt sogar mit der Integral die meiste PS-Zahl. Dann schauen wir einer an. Wir haben ordentlich aufgerückt. 40 PS rausgeholt durch Turbo. So wollen wir das. Wir können auch noch Chip-Tuning sowas machen, dann werden wir auch alles noch tun. Und die trauen wir jetzt auch schon drin. So, jetzt auch unser Angang für Anzeigen grün. So, mal gucken, wie jetzt hier X sich jetzt schlägt. Ein bisschen mehr Dampf haben wir ja. Und wir sollten jetzt auch mehr Respektpunkte am Ende kriegen von den. Die Rechten sind, glaube ich, so wie ich das weiß, sind das teilweise eben die Teile-Lieferanten und sowas. Ein bisschen mehr Respekt kriegen wegen unserem Wagen, weil der natürlich jetzt cooler aussieht. Coolerer Wagen heißt mehr Respekt. Und mehr Respekt heißt natürlich auch geilere Rennen. Komm, wir gehen die Dodge hier und werden wir uns raus gegensetzen. Wir sehen auch viele Autos aus Need for Speed Underground, sehen wir hier auch. Sind viele auch, sind natürlich eingeflossen. Aber trotzdem finde ich, hat das Spiel einfach die coolere Autoauswahl. Die Stufe 1 Nitro ist aber schon mal gar nicht mehr so schwach, ne? Schau mal an, wie lange es hält. Nicht schlecht. Aber auch hier lädt sich das nicht auf. Müssen wir so schön einteilen. Obwohl, wir haben natürlich ein A nach B-Rennen. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt geht. Oh, er liegt schon mal besser. Wir haben natürlich auch eine deutlich bessere Federung. Da vorne ist schon das Ziel, das ist ja kurz zu rennen. Gib ihm. Direkt durchgalaniert, gewonnen. Ey, das war ja ein schöner Start-Zielsieg direkt. Bestes Auto haben wir, Fuhrpark, seht ihr schon mal, 20 Punkte mehr dank Optik. Wir haben 216 Respektpunkte auf so einer kurzen Strecke. Da kann man sich, glaube ich, nicht beschweren. Ah, läuft doch. Neue Mods haben wir schon wieder freigeschaltet. Coole Nummer auf dem Rundkurs, Mann. Der möchte ich mit uns reden. Du kannst dir bei uns jederzeit Rennen ansehen. Gut, jetzt haben wir uns nämlich bei ihm schon verdient, dass wir jetzt Rennen zuschauen dürfen, weil das müssen wir uns erst hochverdienen, ob wir teilnehmen dürfen, was wir bei dem Rennen fahren dürfen und ob wir überhaupt bei denen überhaupt mal zuschauen dürfen. Zuschauen werden wir nicht, weil es total Schwachsinn ist, aber wir können es jetzt, wenn wir wollten. Eines Tages nehme ich dir den Ofen beim Rennen ab. Der Fuhrpark ist sicher jede Menge Asche wert. Nicht wirklich. Aber ja, der ist... Wieso ist schon wieder 500 Euro kaputt? Was haben wir jetzt für neue? Haben wir schon wieder neue Schürzen? Nee, ich wollte schon sagen, es wäre ein bisschen sehr schnell gegangen, weil ich will jetzt die Kisten nicht nach jedem Rennen umbauen müssen, komplett. Aber wir können natürlich ein bisschen noch mehr auf Leistung gehen. Aktuell sind wir Klasse 8. Wenn der Balken da oben voll sind, können wir eine Klasse aufsteigen. Ich würde ihn aber erstmal gerne nur in Klasse 8 voll hochbauen. Oh, ach, guck mal, hier haben wir neue... Nee, was will ich raten? Das ist Stufe 2 Turbo, ist ein Scherz, ne? Nein, ich wollte schon sagen. Aber wir haben Stufe 2 Luftfilter, das könnte man natürlich schon mal einbauen.
bringt mehr Leistung. Oh, K und N. Ich habe auch volle Leistung für Stufe 8. Schau mal, sehr geil. Dann können wir mal kurz nochmal einen Dyno-Test machen, um zu schauen, was wir so haben aktuell am PS und wie viel km/h wir jetzt schaffen, Topspeed-mäßig. Aber mit den Stickern finde ich ziemlich cool, dass sie jetzt eben daran angepasst sind, was wir eben für Teile drin haben. Das finde ich sehr, sehr passend, um ehrlich zu sein. Weil es eben realistischer ist. Und 2 PS haben wir jetzt aktuell schon mal. Ja, ich glaube, 2 PS sind auch das Maximum, aber gucken, was wir noch... 244 km/h, 200 PS. Ja, da kann man sich, glaube ich, nicht beschweren. Das geht auf jeden Fall schon mal voran, die Kiste. Gut, und nächstes Mal geht es dann auf jeden Fall noch weiter voran. Nächstes Mal gehen wir dann zu den nächsten Rennen. Da haben wir dann hier ein Sprintrennen haben wir noch. Das ist Sprint, heißt kurz und knapp hier Drag und nicht Sprint, wie es in anderen Spielen heißt. Noch ein Drag, da dürfen wir noch nicht mitteilen, weil dafür bräuchten wir erst Klasse 7, also müssten wir den Wagen eine Klasse hochbauen. Aber dann dürften wir zum Beispiel hier nicht mehr teilnehmen, weil die Klasse 8 ist halt nur bis 200 PS. Aber gut, damit geht es auf jeden Fall nächstes Mal weiter. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Ich bin der Pimpel raus, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dann, ciao!